Hallo liebe Freunde, Andreas Martin von Fotoworkshop Stuttgart. In diesem ganz kurzen 8-Schritte-Tipp-Video geht es darum, wie du deine Reisefotografie optimierst. Corona haben wir, so wie es aussieht, größtenteils überstanden. Die Reisesaison steht an und meine 8 Tipps sollen dir dabei helfen. Tipp Nummer 1, informiere dich vorab. Ah, toller Tipp, Andreas. Über Land und Leute. Klar, fängt man mit Wikipedia an. Du suchst nach Bildern, Google-Bildersuche, bei 500px das Land eingeben oder den Ort eingeben, auf Instagram suchen, etc. Da springe ich dann meistens von einem Thema zum nächsten. Vielleicht sehe ich, oh, das ist aber ein toller Berg, oh, da ist aber eine schöne Bucht, das sieht aus wie ein interessantes Gebäude. Dann gucke ich mir das Gebäude an, aha. Da ist die Bildunterschrift dabei und spring dann so in die Themen rein. Das ist noch so ein bisschen wie eine Mindmap, so ein bisschen wild noch in der Suche, um erstmal zu schauen, was sind denn die Spots, also die Fotoorte, und so versuche ich dann meine Reise zu planen. Wenn das ein Riesenabstecher ist, dann wird's gestrichen. Ich fahre nicht 20 Stunden durch die Gegend, nur weil da ein Highlight irgendwo ist. Das muss dann wirklich extrem gut sein. Also versuche ich eine Route zu planen, wo möglichst viele schöne Punkte sind. Punkt Nummer 2. Bemühe mal eine Suchmaschine und informiere dich über Bildrechte im jeweiligen Land. Landschaftsaufnahmen sind in der Regel unproblematisch, aber Menschenaufnahmen sind in jedem Land anders gehandhabt. Also in vielen Ländern gibt es so eine Art Recht am eigenen Bild. In meinen Ländern gibt es die nicht. In meinen bist du vogelfrei, darfst du alles machen. In meinen Ländern sollte man keine Frauen fotografieren, arabische Länder beispielsweise, etc. Informier dich, was in dem jeweiligen Land gilt und halte dich auch dran. Warum soll ich mir da Ärger einfangen, wenn ich es vorab schon weiß? Also Bildrechte einmal in Google informieren oder in einer anderen Suchmaschine. Punkt Nummer 3, diese Bildrecherche, die ich dir vorhin genannt habe, die kann man auch klassisch mit Reisekatalogen machen. Also früher waren es gedruckte Kataloge, heute sind es die ganzen Reiseportale, die ich dir jetzt nicht aufzählen will, bei denen du pro Land in der Regel auch eine Art Liste mit Sehenswürdigkeiten kriegst, die auch nochmal nutzen, also nochmal ein Nachtrag für Tipp 1, nutze auch Reiseportale, weil die haben die Arbeit schon gemacht. Reiseportale, Reiseführer, ähnliche Sachen. Genau. Tipp Nummer 4, überlege dir, also nehme an, du findest da wirkliche Highlights. Ich sage jetzt einfach mal ein cooles Gebäude. Dann gibst du mal den Namen des Gebäudes ein in der Google-Bildersuche oder auch sonst wo in der Bildersuche. Und dann überlegst du, welche Art von Foto gibt es denn noch nicht? Vielleicht hat noch keiner ein Lightpainting gemacht an dem Gebäude. Vielleicht hat noch keiner eine Langzeitbelichtung mit ziehenden Wolken gemacht. Oder zumindest nicht in Google hochgeladen oder irgendwo hochgeladen. Also überlege dir, welche Fotos sind schon zum Erbrechen gemacht werden, die brauche ich dann vielleicht nicht auch noch machen, sondern suche nach Neuheiten, überlege dir Neuheiten. Tipp Nummer 5, Zeit einplanen. Wenn du alleine unterwegs bist, ist das relativ einfach, da kannst du alles tun und lassen, bis zu deinem Rückreisedatum, was du willst. Wenn du aber mit anderen Menschen unterwegs bist, Reisepartner, Partnerinnen, Kinder, Freunde, Verwandte, wer auch immer, dann solltest du deine Fotografie aus meiner Sicht zeitlich begrenzen. Wenn du dir vornimmst, den ganzen Urlaub als Fotourlaub zu machen und dann bist du in einer Reisegruppe unterwegs, die nicht Fotografen sind, sondern deine Familie, dann wirst du ein Problem bekommen, weil dann ist dein Wunsch 100% Fotografiezeit nicht erfüllbar. Und das führt zu Ärger, zu Frustration bei dir. Ich mag es, wenn man vorab sich Pläne setzt nach dem Motto, hey, da ist jetzt dieses coole Gebäude, da ist der schöne Berg, da ist was auch immer. Und dann plane dir die Zeit dafür ein, nach dem Motto, ich will jetzt das Gebäude fotografieren, ihr geht eine Stunde lang Eis essen oder Shopping oder was auch immer. Wir sehen uns wieder in, wie gesagt, einer Stunde. Und dann hast du
niemanden im Gepäck, du kümmerst dich drum, niemand drängelt dich, dann kannst du dir auch Zeit nehmen. Diese Zeit versuche ich, wie gesagt, zu begrenzen und versuche sie, also natürlich mit den Freunden und Reisepartnern besprechen. Und ich versuche sie auch zu planen, basierend auf Tipp 8, zu dem komme ich nachher noch. Nächster Tipp. Geht jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Landschaft und Gebäude. Nehmen wir an, du willst jetzt Menschen fotografieren. Egal, wenn das jetzt in der Kultur ist, wo du mit den Leuten sprechen kannst, beispielsweise in der Schweiz, wo wir theoretisch eine ähnliche Sprache haben, wunderbar. Kann aber auch sein, du bist in einem Land, wo du die Sprache einfach nicht sprichst. Mein wichtigster Tipp in beiden Fällen ist, dass du deine Kamera nicht direkt rausholst und direkt den Leuten deine Kamera ins Gesicht hältst und am besten gleich abdrückst, im Dauerfeuermodus. Ja, so kommuniziert man nicht mit Menschen. Die Leute werden aussehen wie ein erschrockenes Eichhörnchen. Also, erster Schritt, bevor du Menschen fotografierst, ist mit denen in irgendeiner Form zu kommunizieren. Wenn du die Sprache sprichst, dann natürlich die Worte. Rede mit denen, unterhalte dich mit denen. Da merkst du dann vielleicht, oh ja, das ist ein ganz aufgeschlossener, mit dem kann ich alles Mögliche machen, fototechnisch. Oder oh ja, der ist ganz kurz angebunden, ist vielleicht sogar im Stress, muss zur Arbeit, was auch immer. Den frage ich jetzt nicht um ein Porträt. Also einfach gesunder Menschenverstand dabei einbeziehen. Und erst wenn du merkst, ja, das passt, dann würde ich in den Fotomodus übergehen. Hey, du hast ein tolles Gesicht, darf ich ein Porträt von dir machen? So. Wenn das Ganze in einer Sprache, das hört sich jetzt toll an, der Satz, den ich dir gerade gesagt habe. Wenn du jetzt aber in meinem Fall jetzt Vietnamesisch, du bist in Vietnam unterwegs, ich spreche kein Wort Vietnamesisch. Und einen schönen Satz wie, dein Gesicht sieht toll aus, darf ich ein Bild von dir machen? Kann ich auf Vietnamesisch nicht sagen. Es gibt tolle Möglichkeiten. Also klar kann man auf eine Kamera zeigen und dann auf die Person und dann mit der Kamera winken. Ja, vielleicht denken die wollen ein Bild, also die sollen ein Bild von dir machen. Es ist manchmal schwierig, sich zu verständigen. Deshalb mein Tipp, es gibt von Google eine tolle App, Google Translate. Da kannst du in ein Mikrofon rein, also man hält seine Taste auf der App gedrückt, spricht in ein Mikrofon rein und das wird dann von einer Roboterstimme leider übersetzt in fast jede Sprache der Welt. Also jetzt irgendwelche, also in die großen Sprachen der Welt. Und dann muss die Person nur hören, ne? Du hast den Smartphone-Lautsprecher an. Ah ja, okay, das kommt dabei raus. Ist natürlich nie 100% poetisch und super duper, aber es kommt die Message, die Botschaft, die kommt an. Nutze sowas, habe ich mich schon ein paar Mal damit verständigt. Es ist natürlich mühsam, da jetzt einen langen Dialog zu führen, aber für so eine Grundverständigung, das kriegt man damit hin. Wenn du dann das Vertrauen hast, die Leute sind einverstanden, dann um Himmels Willen geht es natürlich los, dass du deine Porträts, deine Fotos von den Menschen mit den Menschen machen kannst. Letzter Tipp von mir ist das Thema Planung nochmal zurück, Uhrzeitplanung. Für uns Fotografen ist das Licht ja so wichtig. Licht kann Menschen alt machen. Wenn du ganz viele Schatten im Gesicht hast, sieht man jede Falte, sieht meistens nicht so gut aus. Ich demonstriere das jetzt mal. Ich bin jetzt hier in so einem Halbschatten. Du siehst jetzt, diese Falte hier ist viel intensiver, als wenn ich das Licht so habe. Ich fotografiere gerade mit dem Licht, also das Licht kommt aus der Kamerarichtung und der gleiche Typ sieht jetzt viel jünger aus. Also du siehst, mit Licht kann man aus einem Menschen alt oder jung machen, aber auch aus einem Gebäude, aus einer Landschaft kann man mehr rausholen mit dem Licht. Du kannst ja schon denken, der Andreas von Fotoworkshop Stuttgart, der bietet da auch Workshops an. Licht 1 wäre der Kurs, den ich dir da ans Herz legen kann. Da geht es darum, wie du das natürliche Licht bestmöglich einsetzt. Das war jetzt die kurze Werbung für den Licht 1 Workshop, den ich anbiete. Aber zurück, wenn du dann dieses Licht weißt, hey, ich will jetzt den Berg, der soll seitlich in einem goldenen Licht sein,
Dann brauchst du seitliches goldenes Licht, in Klammer Sonnenauf- oder Untergang. Und dafür gibt es tolle Apps. Ich kann dir Sunseeker oder Sunsurveyor empfehlen. Das sind zwei Apps. Die kosten ca. 10 Euro, sind aber das Geld auf jeden Fall wert. Da ist ein Sonnenkompass drin. Da kannst du die Uhrzeit und den Ort einstellen mit einer Karte. Und du kannst auch eine 3D-Überlagerung machen in deine Handykamera. Das sieht dann so aus, dass du die App aufrufst an dem Ort, an dem du bist. Handykamera ist an und dann kannst du mit dem Live-Bild deiner Kamera überlagert sehen, wie die Sonne wandern wird. Also ist einfach genial. Kannst du vor Ort entscheiden, ah ja, komme ich besser um 18 Uhr oder eher um 19 Uhr, anhand der Berge, die da sind oder Gebäude, damit eben dieses seitliche goldene Licht auch da ist. Also der letzte Tipp war nochmal, wenn du die Uhrzeit, die beste Uhrzeit des Lichts hast, dann erzählst du deiner Reisegruppe, hey, morgen habe ich den ganzen Tag Zeit, wir machen, was ihr wollt und abends eine Stunde von 19 bis 20 Uhr fotografiere ich im Sonnenuntergang fotografiere ich da den tollen Berg da drüben. Wer mit will, kann mitkommen, aber ich werde eine Stunde lang fotografieren. Ihr könnt ein Eis essen, ihr könnt was auch immer machen. So. Das waren meine Tipps für die Reisefotografie. Du siehst, du brauchst gar kein neues Objektiv kaufen. Es hat viel mit Planung auch zu tun. Wenn man einfach mal hinfährt und mal guckt, wie es dann so läuft, ja, hätte man mit ein bisschen Google-Recherche bzw. anderen Suchportalen sich schon viele tolle Fotomotive im Vorfeld erarbeiten können. Also das waren meine Tipps. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder in einem Fotokurs. Bis dahin, mach's gut, dein Andreas.